Hallo, ich darf euch alle begrüßen. Mein Name ist Christian Blank. Das ist Jana Schneider und links von mir sitzt Nico Berg. Wir drei sind hier im Namen des Aktionsbündnisses Block G20, Color the Red Zone. Das ist der Aktionstag am Freitag. Ich würde euch kurz vorstellen, wie wir uns das heute vorgestellt haben. Wir werden erst nochmal unsere Kritik am G20-Gipfel üben. Dann werden wir den Konsens vorstellen, die Safety Cards und die Aktionskarten. Danach wird es eine Modenschau geben, die heißt Modenschau des Widerstandes. Und im Anschluss werden wir für O-Töne zur Verfügung stehen und für Fragen öffnen. Ich würde dich, Nico, bitten, uns kurz die Kritik am G20-Gipfel noch einmal nahezubringen. Dankeschön. Der G20-Gipfel, der in dieser Stadt stattfindet, ist ein Gipfel der globalen Ungerechtigkeit. Es treffen sich die größten Militärmächte und Wirtschaftsmächte dieser Erde, die ganz zentral darüber entscheiden, wie diese globale Weltordnung, die wir Kapitalismus nennen, weiter aufrechterhalten werden soll, wie sie möglichst produktiv gestaltet werden soll. Und dagegen wenden wir uns. Wir sagen, dieses globale Wirtschaftssystem ist unmenschlich, es baut darauf, Profite über Menschen zu stellen, es baut auf Konkurrenzdruck zwischen Menschen, es baut darauf, mit seiner Marktlogik in immer weitere Teile unseres Lebens einzudringen. Gesundheit wird plötzlich zur Ware, Mobilität wird zur Ware, Grundversorgungen wie Wasser, geistiges Eigentum wird natürlich zu Ware. All das sind Bestandteile dieses kapitalistischen Wirtschaftssystems. Diejenigen, die hierher kommen, haben das Interesse, den Ablauf dieser Wirtschaftsordnung möglichst reibungslos zu besprechen, möglichst reibungslos zu gestalten. Sie haben das Interesse, die Verwertung unseres Lebens weiter voranzutreiben und zu besprechen, wie sie das möglichst ungestört tun können. Darauf haben wir keine Lust, das möchten wir nicht, dagegen wenden wir uns. Wir sagen, das ist unmenschlich. Und wir sagen insbesondere, dass wenn die G20 diesen Gipfel hier durchsetzen, wozu sie zweifelsohne die polizeilichen Mittel haben, leider, dann steht ein großer Pol der Solidarität dem entgegen. Viele tausend Menschen, die für Solidarität, Zusammenhalt stehen und die einen vielfältigen und breiten Protest hier auf die Straße bringen. Wir wollen zeigen, wenn die G20 diesen Gipfel in Hamburg abhalten, dann müssen sie vorher an uns vorbei. Der Gipfel hat keine Legitimität. In den Messehallen trifft sich der Krieg, die Gewalt, die Ungerechtigkeit und der Hunger der Welt. Wir sagen dazu Nein. Wir stellen uns in den Weg. Wir stören die Inszenierung der Macht. Wenn Sie den Gipfel abhalten wollen, dann müssen Sie erst an uns vorbei. Ich würde euch jetzt den Aktionskonsens vorstellen. Wir sind ein ziemlich breites Spektrum, deswegen benötigt es ein Aktionsbild und einen Aktionskonsens, unter dem wir uns alle wiederfinden. Unser Ziel ist es, den Ablauf des G20-Gipfels spürbar zu stören und die Inszenierung der Macht, die der Gipfel darstellt, zu brechen. Wir werden dazu einen massenhaften, öffentlich angekündigten Regelübertritt begehen. Unsere Aktionen sind ein gerechtfertigtes Mittel des massenhaften, widerständigen Ungehorsams. Unsere Blockaden sind Menschenblockaden und kreative Materialblockaden, bestehend aus Gegenständen des Alltags. Wir werden unser Ziel besonnen und entschlossen durchsetzen. Als Teilnehmende solidarisch aufeinander achten und uns schützen, um unser Recht auf Unversehrtheit zu verteidigen. Von uns
wird dabei keine Eskalation ausgehen. Wir sind solidarisch mit allen, die unsere emanzipatorische Kritik an den G20 teilen. Wir würden nun zu den sogenannten Safety Cards kommen, die wir hier vorne ausliegen haben. Ja, Sie sind herzlich eingeladen, sich die auch im Anschluss mitzunehmen. Wir sagen, guter Protest muss gut vorbereitet werden. Deswegen bereiten wir uns in Aktionstrainings auf die Blockaden vor. Das heißt, die Aktionstrainings sind wesentlicher Bestandteil unserer Aktion. Denn nur so kann verantwortungsvoller Protest stattfinden. Wir haben das Ganze nochmal bebildert, möglichst spracharm und für alle verständlich auf sogenannten Safety Cards zusammengefasst. Wir kennen die alle aus dem Flugzeug. In case of emergency kann man da drauf blicken und das ist leicht verständlich beschildert, was dann zu tun ist. Da ist beispielsweise aufgeführt, was man auf eine Aktion mitnimmt und was nicht. Da ist aufgeführt, was Block G20 hoffentlich zu den Aktionen mitnehmen wird. Da ist aufgeführt, wie wir Bezugsgruppen bilden, um uns auf der Straße zu verständigen, wie wir gemeinsam Konsens finden. Und da sind erste Uhrzeiten und der Hinweis auf die Aktionskarten drauf. Des Weiteren ist unsere Strategie dort aufgeführt. Denn die Aktionen des zivilen Ungehorsams knüpfen an die sogenannte Fünf-Finger-Taktik, die wir schon auf den Feldern von Heiligendamm 2007 beim G8-Gipfel erstmals erprobt haben in Deutschland, die aber schon eine lange Tradition auch bei Castortransporten haben, die wir erfolgreich bei Aufmärschen von Neonazis angewendet haben, um diese zu blockieren. Bei den Aktionen von Blockupy in Frankfurt wurde die angewendet. Das bedeutet, die Polizei ist nicht unser Gegner, wir werden die Polizeiketten umfließen und durchfließen. Und das heißt auch, das steht auch darauf, dass wir ruhig bleiben in diesen Fällen, dass wir Delegierten Plenars abhalten, um uns gemeinsam zu verständigen auf der Straße. Und da ist eben auch drauf, was passiert, wenn eine Blockade von uns geräumt wird und wie wir uns dann verständigen. Ich lade euch herzlich ein, euch die mitzunehmen und anzuschauen. Genau, Bestandteil der Aktion ist natürlich auch die Aktionskarte, die uns Christian nochmal vorstellt. Genau, in der Aktionskarte geht es darum, dass wir wissen natürlich, wo wir sind, dass wir die blaue Zone markiert haben. Die rote Zone ist unser Ziel, getreu dem Motto Color the Red Zone. Wir werden zwei Treffpunkte am Morgen bekannt geben. Und zwar ist das zum einen das Berliner Tor und zum anderen sind das die Landungsbrücken. Dort werden wir uns um 7 Uhr treffen und von dort aus in die blaue Zone zu kommen. Unsere Aktion ist eine Massenaktion. Das heißt, wir sind transparent und wir veröffentlichen die Treffpunkte, von denen wir aus gemeinsam in die rote Zone gehen. Unser erster Akt des Ungehorsams wird sein, uns ganz praktisch dem Demonstrationsverbot in der blauen Zone zu widersetzen. Dazu werden wir uns am 7.7. um 7 Uhr morgens auf den Weg machen. Aber natürlich ist auch darauf hingewiesen an alle Aktivistinnen und Aktivisten, dass wir weitere Informationen auch früh am Morgen noch über Twitter bekannt geben werden. Das ist unser Twitter-Account Block G20. Darüber wird es auch am Morgen ganz zentrale neue Informationen dauerhaft den ganzen Tag über geben. Da können sich Aktivistinnen und Aktivisten, die auf der Straße unterwegs sind, informieren, wo es gegebenenfalls Blockadepunkte gibt und wo man welche verstärken kann, wo man noch hinkommen kann, wo es Essen geben wird, wo es Musik geben wird. Zusätzlich haben wir natürlich verschiedenste Infopoints in der Stadt. Die sind zum einen am Hauptbahnhof, zum anderen in der Flora oder im Gängeviertel und weitere könnt ihr auch noch im Netz finden. Wir treffen uns außerhalb der blauen Zone und gehen gemeinsam ran. Wir gehen gemeinsam durch die blaue Zone bis an die rote Zone. Und ja, wir wollen uns auf die Straßen setzen, um die G20 daran zu hindern, in die Messehallen zu kommen.
Wir wollen aktiv stören, dass der Ablauf des Gipfels genauso ablaufen kann. Und wie wir das machen, dafür haben wir alle gemeinsam in unsere Schränke und in die Garagen geschaut und das mitgebracht, was wir am Freitag auch mitbringen werden. Genau, da darf ich euch vorstellen. Ja, wir haben mal ganz tief eben in unseren Garagen und in unseren Kleiderschränken gewühlt. Wie gesagt, auf den auf den Safety Cards ist schon ein relativ dezenter Hinweis, was wir denn mitnehmen und was nicht, zu erkennen. Was wir mitnehmen und was wir allen empfehlen, mitzunehmen, die sich an unserer Aktion beteiligen, ist natürlich erstmal Wasser. Wir werden viel Wasser im Laufe des Tages brauchen. Einerseits, weil natürlich Sommer ist, wir haben Juli, und andererseits, weil die Polizei Reizgas einsetzt. Reizgas ist ein chemischer Kampfstoff. Der wird von der Polizei offiziell nur in Brusthöhe verwendet. De facto, und das ist unsere Erfahrung aus vielen Demonstrationen, werden wir dieses Reizgas in die Augen gesprüht bekommen, ganz aktiv. Und wir beanspruchen unser Recht auf körperliche Unversehrtheit. Deswegen sagen wir haben keine Lust, uns die Augen verätzen zu lassen. Wir werden in den Tagen durch Demokratieschutzfolien unsere Augen und unser Recht auf körperliche Unversehrtheit schützen. Dann haben wir natürlich, ist es notwendig, was zu essen dabei zu haben. Wir werden Luftballons dabei haben, wir werden Mittel dabei haben, um die rote Zone bunt zu gestalten. Wir werden Gummitiere dabei haben, denn die Polizei hat Schlagstöcke dabei und wir möchten uns nicht von Schlagstöcken Knochen brechen lassen, wir möchten uns nicht durch Schlagstöcke verletzen lassen. Deswegen werden wir diese Gegenstände, die die Polizei uns bestimmt als passive Bewaffnung auslegen wird, fraglos, werden wir mitnehmen, um unsere Körper zu schützen. Wir werden Klobürsten dabei haben, als Symbol eines widerständigen Hamburgs. Wir werden Zahnbürsten dabei haben, als Symbol, uns nicht von der Polizei einschüchtern zu lassen. Wir werden Megafone dabei haben, um Verständigung auf der Straße herzustellen. Wir werden Regenjacken und Regenschirme dabei haben, weil wir alle wissen, dass das Wetter in Hamburg manchmal ganz unbeständig sein kann. Ja, wir werden natürlich auch Fahnen dabei haben. Und wie ihr schon gesehen habt, haben wir auch etwas farblich unterschiedliche Outfits an. Denn die unterschiedlichen Finger, die losgehen, sind mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet. Diese Finger werden sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle aufteilen. Sie werden an der einen oder anderen Stelle auch noch sich wieder zusammenfinden. Und damit alle wissen, mit welchem Finger sie unterwegs sind, können sie sich einer Farbe zuordnen. Diese Farben sind nicht beliebig gewählt. Diese Farben stehen für unterschiedliche soziale Kämpfe und Auseinandersetzungen, in denen wir stecken und auf die wir aufmerksam machen möchten. Da ist einmal zum Beispiel die Auseinandersetzung im Gesundheitsbereich. Kannst du dazu was sagen? Wie ich gerade schon angesprochen habe, ist der Kapitalismus ein System, der immer weitere Teile unserer Gesellschaft in Wert setzt. Wer in ein Krankenhaus geht, der bekommt nicht einfach so die beste gesundheitliche Versorgung. Wir wissen alle, inzwischen ist das nicht nur in Deutschland, aber gerade in anderen Ländern, Herr Trump schafft gerade mal wieder, macht Obamacare rückgängig, die kostenlose Gesundheitsversorgung ab. Gleichzeitig finden in Deutschland vielfältige soziale Kämpfe in Krankenhäusern statt und wir sind dabei, uns mit diesen Kämpfen solidarisch zu zeigen. Pflegepersonal wird an allen Stellen eingekürzt. Wir wissen alle, dass am Ende die Patienten die Leidtragenden dieser kapitalistischen Verwertungslogik sein werden. Deswegen haben wir den grünen Finger in Arztkostümen ausstaffiert. Genau. Ich selbst habe den lila Finger an. Lila haben wir gewählt als eine Farbe, uns mit feministischen Kämpfen zu solidarisieren. Das bedeutet, ein Herr Trump kommt in der Stadt, der damit Werbung macht und shakert, dass er Frauen zwischen die Beine grapscht. So ein sexistisches Schwein wie Herrn Trump wollen wir in dieser Stadt nicht haben. Es gibt eine breite feministische Mobilisierung, es gibt eine breite queer-feministische Mobilisierung gegen den G20-Gipfel. Die werden unter anderem im Lila Finger mitlaufen.
Und als solcher werden wir explizit das Thema Feminismus und Rechte von Frauen und sexuellen Minderheiten bei uns im Finger thematisieren, auf Plakaten, auf Sprüchbändern, auf Transparenten. Dafür haben wir die Fahne lila Farbe lila gewählt, wir haben lila Fahnen dabei und entsprechend auch lila Kuscheltier. Ja, soweit von unserer Stelle. Wir können auch gerne noch weiter erklären, was wir da noch alles haben. Ansonsten, wenn wir... Genau, wir wären dann soweit durch den Teil und würden dann öffnen für eure Fragen. Gerne gehen wir jetzt auch nochmal einmal hier vorne auf und ab, sodass ihr sozusagen unsere Outfits nochmal näher bewundern könnt. Hallo. Das ist eine Klobürste. Hier haben wir Wunderkerzen. Das ist eine Zahnbürste. Wir haben die symbolische vegetarische Variante des Fischbrötchens dabei, weil wir sagen, Hamburg bleibt weltoffen für uns und wir sind es diejenigen, die es verdient haben, an dem Tag das Fischbrötchen zu essen. Und selbstverständlich haben wir auch Konfetti dabei. Konfetti ist ein Zeichen der Freude, es ist ein Zeichen der Hedonisten, es ist von alles allen und das ist das Motto der Hedonisten. Wir wollen Freude am Leben haben und uns nicht ständig quälen mit dieser doch mörderischen Politik. Wir haben eine Krabbe dabei. Wir haben eine. Hallo? Wir haben eine Krabbe dabei. Sie ist ein Symbol für unsere Luftmatratzen, die wir eigentlich auch, die wir auch mit dabei haben werden. Sie ist ein Symbol für die Grenzpolitik Europas und der Welt im Mittelmeer. Ein Symbol dafür, dass jährlich 5000 Menschen im Mittelmeer ertrinken und wir das größte Massengrab der Geschichte gerade direkt vor unserer Tür haben, also der aktuellen Geschichte. Wir nehmen die Krabbe mit, weil wir sagen, zum einen wollen wir auch Inhalte auf die Straße tragen und zum anderen wollen wir uns schützen, und zwar schützen vor den Schlägen der Polizei, die mit ihren Knüppeln uns vielleicht daran hindern wird, Richtung Messehalle zu kommen. Natürlich haben wir auch Wasserbomben dabei. Ich denke, es wird sehr warm werden in den Tagen. Wir wollen die ein oder andere Erfrischung uns selbst herbeiführen und uns da nicht durch Wasserwerfer sozusagen duschen lassen. Das können wir gut selber machen. Hierfür ist eine eigens präparierte Vorrichtung. Wir haben es leider versäumt, ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, die Auswirkungen von Pfefferspray und von Schlagstöcken in ähnlich martialischen Videos darzustellen, wie sie die Polizei gestern veröffentlicht hat. Das tut uns sehr leid. Dazu haben uns die Kapazitäten gefehlt. Deswegen laden wir Sie ein, sozusagen die Demonstration unserer Gegenstände nochmal besonders ins Auge zu fassen. Die Bilder werden folgen. Ich denke, wir werden sozusagen die Auswirkungen dieser polizeilichen Zwangsmittel in den nächsten Tagen sehr plastisch vor Augen geführt bekommen. Genau, hoffen selbstverständlich, dass es dadurch zu keinen Verletzten kommen wird, aber wie wir wissen, sieht die Realität häufig anders aus, weil auch Schlagstöcke, die eigentlich nur auf Brusthöhe eingesetzt werden, häufig gegen den Kopf geführt werden.
Soweit so gut. Gibt es Fragen? Dann würde ich die sozusagen das Mikrofon jetzt einfach mal in die Runde geben und ihr könntet das dann selbstständig weitergeben. Oder würde sich jemand bereit erklären, den Journalisten das Mikrofon hinzuhalten, damit sie sich ähnlich kurz fassen, wie wir das jetzt bei der Pressekonferenz geschafft haben. Ja, hallo, Alexander Josefowitsch, Hamburger Abendblatt. Folgende Frage an euch. Was sagt ihr zu der Warnung des Innensenators, dass die Sicherheitsbeamten der Konvois durchaus eine größere Gefahr für Blockierer darstellen könnten? Genau, ja, da muss man sich ja erstmal die Frage stellen, in welchem Land wir leben. Also, dass die Demokratiefreiheit gerade in Hamburg dermaßen eingeschränkt wird, dass wir einen Polizeistaat haben, der über dem Rechtsstaat steht. Und wenn, was sollen wir mit dieser Aussage anfangen? Sollen wir deswegen zu Hause bleiben? Oder sollte Herr Grote sich nicht überlegen, was er dagegen unternimmt, wenn ausländische Sicherheitskräfte in unserem Land unsere Bürger anscheinend bedrohen, verletzen oder noch Schlimmeres können?